Alicia, am Ende mit 3 Toren verloren. Seid ihr trotzdem zufrieden? Ja, wenn man verloren hat, ist man selten zufrieden. Ich denke, dass wir viele Dinge morgen auf jeden Fall besser machen müssen, ein bisschen mehr Konsequenz ins Spiel bringen und ein bisschen mehr Aggressivität. Und ja, wir nehmen die guten Dinge von heute mit und versuchen, das morgen besser zu machen. Man hat gemerkt, dass wir auch eine Zeit gebraucht haben im Spiel, bis wir uns vielleicht eingespielt hatten. Im Angriff hatten wir viele schöne Aktionen dabei. Dennoch lief der Ball nicht ganz so flüssig, wie wir uns das vorstellen. Und auch in der Abwehr sind 29 Tore zu viel auf jeden Fall. Aber wir haben morgen noch ein Spiel, und um das wieder gut zu machen. Aber ja, ich denke, es war auf jeden Fall erstmal positiv, dass wir uns heute wieder ein bisschen einspielen konnten. Ich denke, wir hatten sowohl in der ersten wie in der zweiten Halbzeit eine zu lange Phase, wo wir im Angriff zu harmlos gespielt haben und in der Abwehr nicht gut zugepackt haben. Immer in den Phasen, wo wir wirklich aggressiv und konsequent in der Abwehr rangegangen sind und im Angriff mit Druck zum Tor gespielt haben, waren wir auf jeden Fall ebenbürtig zu Holland. Und es hat aber so 2 Phasen gegeben, wo die uns davongelaufen sind. Und ich denke, das ist die Lektion von heute für morgen.